So Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Ihr seht schon in der Beschreibung Throne of Eldraine. Oh mein Gott. Throne of Eldraine von 2019, glaube ich. 2019. So das Ding, was Standard am längsten dominiert hat, gefühlt. Und wir gucken uns mal an, was Throne of Eldraine so zu bieten hat. Throne of Eldraine hat einen Fling. Zwei Mana Instant. Und wir opfern eine Kreatur und fügen dann Schadenspunkte ihrer Stärke an irgendeinem Ziel zu. Kingbred Cabin. Land Forest kann man fetchen, das ist ziemlich wichtig. Und es kommt getappt ins Spiel, es sei denn, man kontrolliert drei oder mehr andere Forests. Da zählen natürlich auch Dual Lands zu. Und wenn er ins Spielfeld kommt, ungetappt, kriegen wir einen Food-Token. Stimmt, Food war hier so ein Ding mit drei Leben kriegen und so. Crashing Drawbridge. 2-0-4 Defender. Tappen, eine Kreatur kriegt eine bis zum Ende des Zuges. Oh, wow. Wow, witzig. Mantle of the Tides. Ein Mana Ausrüstung kriegt plus 1 bis 2. Und immer wenn man den zweiten. Was? Aber wenn man die zweite Karte in einer Runde zieht, kann man die an eine Kreatur anrüsten, wenn man möchte. Und für 3 Mana zum Equippen. Hm, nicht so bad. Lock Twain Paladin. 4 Mana 3, 2 mit einem Menace. Mit Adamant. Wenn man mindestens 3 schwarze Mana bezahlt hat, um den Spell zu casten, kriegt er eine 1 Marke. Das ist nicht so gut. Brimstone Tree Pratchett. 3 Mana 1, 3 Defender Reach, tappen für einen Mana, tappen für einen Schaden an jedem Gegner und wenn man Knight kontrolliert, wird die enttappt. Witzig. Silver Mane Ritual. 4 Mana Sorcery, man legt eine plus 1 plus 1 Marke auf jede Kreatur, die man kontrolliert. Das ist ziemlich gut. Und wenn man 3 Mana, weiße Mana ausgegeben hat, dann haben alle Kreaturen Wachsamkeit. Das ist nicht schlecht. Oh, Return to Nature. 2 Mana Instant. Man zerstört ein Artefakt, eine Verzauberung oder exiliert eine Karte aus dem Friedhof. Das ist tatsächlich so eine der Karten, die einfach, naja, zeigen, was an diesem Power-Level nicht stimmt. Jahrelang war Naturalize halt so das Ding. Und Return to Nature ist einfach besser. Mistford River Turtle, 4-1-5, wenn sie angreift, kriegt ein, was? Kann ein Nicht-Human, der mit angreift, nicht geblockt werden. Oh, wow. Barrow Witches, 5-3-4, wenn sie ins Spiel kommen, bringen wir Knight aus dem Friedhof die Hand. Ha. Okay. Cauldron Gifts, 5-Sorcery mit Adamant, also wieder mit 3 schwarzen Mana. Und danach kann man die 4 obersten Karten seines Decks in seinen Friedhof legen. Und man kann eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof legen und sie ins Spielfeld bringen und eine plus 1 zu 1 Mal drauflegen. Das ist nicht schlecht. Archon of the Absolution. Leider nicht so gut, wie ich dachte. 4-3-2 fliegend, Schutzverweis. Und Kreaturen, die können euch oder Planeswalker, die kontrolliert, nicht angreifen. Es zahlt ein Mana für jedes dieser Kreaturen. Irgendwie ist das Ding untergegangen. Ich weiß nicht warum, aber das Ding ist nicht so lieb, wie ich dachte. Sir Farron the Henchhammer. 2-2-2. Bär. Bär. Und wenn die angreift, kriegen alle angreifenden Kreaturen plus 6 plus 6. So ist die Stärke von Sir Ferenc the Fenchhammer. Und, Stone Cold Serpent. X-Mana 0-0, Reach, Trample, Schutz vor Multicolor. Das war super wichtig, um gegen Oko zu bestehen. Und der kommt mit X plus 1 plus 1 ins Spiel. Hammer. Ne Plains und der Food. Soviel zu Throne of Eldraine. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, neuer Black Seed. Ciao, ciao.